Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum nächsten freien Gespräch für den Sandwirt Televisor. Heute ist es mein großes Vergnügen, Herrn Wolfgang Herles begrüßen zu dürfen als meinen Gesprächspartner. Wolfgang Herles, der sehr vielen von Ihnen natürlich seit vielen Jahren ein Begriff ist durch seine intensive Tätigkeit als Journalist, als Schriftsteller in verschiedensten deutschen Medien, bekannt eben durch auch seine Betätigung für den ZDF, für die zahlreichen Sendungen, die er moderierte, Bonn Direkt, Talkshow Live, das blaue Sofa, Aspekte, eine intensive Karriere, die er eben beim ZDF auch hinterlegt hat. Und heutzutage kennen wir ihn vor allen Dingen natürlich durch seine intensive Mitarbeit bei Medien wie Tichys Einblick, Freitag oder eben auch den Sandwirt. Heute wird es um das neue Buch von Wolfgang Herles gehen, Mehr Anarchie, die Herrschaften, eine Anstiftung, also auch ein sehr interessanter Untertitel, ein Buch, das ich mit großer Freude in diesen letzten Tagen gelesen, ja geradezu verschlungen habe, könnte man sagen, sehr flott geschrieben, sehr gut lesbar, was mir große Freude machte. Wir sprachen eben noch im Off darüber, der teilweise sehr aphoristische, sehr gezielte, pointierte Stil, der also vieles sehr gut auf den Punkt bringt, also absolute Leseempfehlung, eigentlich ein Kompendium all dessen, was in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten schiefgelaufen ist, könnte man sagen. Herr Herles, vielleicht können Sie uns eine kurze Vorstellung des Buchs machen. Worum ging es Ihnen da vor allen Dingen? Was wollen Sie mit dieser Anstiftung zur Anarchie bezwecken? Also die Leute sollen sich erstens gut unterhalten, obwohl sie nicht zufrieden sind mit den politischen Umständen. Man soll das nicht alles nicht so tierisch nehmen. Und wenn man es tierisch nimmt, dann soll man wenigstens mit einem bitteren Spott darüber herziehen. Spott ist die bessere Medizin, als wenn man sich kaputt ärgert. Es gibt genügend Gründe, sich kaputt zu ärgern. Das Geld schmilzt auf der Bank, da hat die Regierung eine Menge damit zu tun. Also jedenfalls, Mehr Anarchie soll eine Provokation sein, denn das Wort Anarchie wird ja normalerweise mit einer linken Bewegung identifiziert, was natürlich falsch ist. Mit dem Begriff Anarchie hantierte schon Immanuel Kant. Anarchie ist nur ein anderes Wort für freiheitliches Denken, für das Benutzen des eigenen Verstandes. Das ist eigentlich ein ganz aufklärerischer Begriff, aber er ist eben in Verruf geraten. Und die Aufklärung müsste eigentlich neu begründet werden, so wie die Zustände sind, wie die Demokratie denaturiert zu einer Postdemokratie. Darüber können wir ja nachher vielleicht noch ausführlicher reden. Also ich wollte jedenfalls das Wort Anarchie den Linken wegnehmen und wieder den Bürgern geben, die sich zur Wehr zu setzen haben gegen das, was ihnen blüht, wenn man sich anschaut, wer dieses Land regiert. Ja, das haben Sie, das ist Ihnen ganz sicher auch gelungen. Und ich denke, diese, sagen wir, Herangehensweise durch Ironie, durch Sarkasmus ist etwas, das uns vielleicht auch auszeichnet als, wenn ich das jetzt mal sagen darf, als Konservative gewissermaßen. Man sieht ja, dass die meisten Linken relativ wenig Sinn für Humor Ja, das haben, ist was kennzeichnend für die Stimmung in diesem Land. Schauen Sie sich die sogenannten Comedians an, das ist doch traurig, wie die zu Lautsprechern der Regierung verkommen sind, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, wie dem Dieter Nuhr. Und dass man die Satire auch der Wokeness opfert, ja, dass man den Spott für ungültig und unzulässig erklärt, weil man könnte ja gleich irgendwelche Gefühle verletzen. Das ist schon ein typisches Symptom der Deformation in dieser Zeit. Ja. Also, und ich denke, es ist auch wahrscheinlich die Waffe, die am schärfsten ist, weil ich meine, analysieren, zu gliedern, zu teilen, kritisieren, was gerade läuft, ist natürlich auch wichtig, das irgendwie konzeptuell zu durchdringen. Aber ich denke, der Stich sitzt nicht so gut wie tatsächlich eben über den Sarkasmus, über die Ironie. Ich denke, das machen wir viel zu wenig eigentlich. Ja, einer meiner Vorbilder ist Karl Kraus. Ja, der war ja keiner politischen Richtung zuzuordnen. Der hat den Ersten Weltkrieg und was dazu führte, den Zerfall des Kaiserreichs. Mit Spitzer kann man das nicht aufspießen, als er das gemacht hat. Er hat eine große Gesellschaftskritik betrieben, überwiegend über die Methode der Medienkritik im Übrigen. Und Karl Kraus, dieser Satiriker,
der selber kaum einen satirischen Satz schrieb, sondern alles genommen hat aus dem Material, das ihm eine verrückte Zeit zur Verfügung gestellt hat. Sowas gibt es heute nicht mehr. Und der ist für mich, ich komme ja auch aus der Literatur, der ist für mich schon ein Vorbild, ohne dass ich ihn nachahme. Das ist jetzt kein nachgeahmter Karl Kraus, sondern ja, mit den heutigen Mitteln. Es erfordert natürlich auch, dass man vorher schon eine gewisse Trauerarbeit geleistet hat. Ich glaube, es ist ja in der ersten Zeit, wo man vielleicht als junger Mensch allmählich begreift, was los ist, was einem genommen wird, was gerade alles zerstört wird, was eben auch an abendländischer Zivilisation faktisch so allmählich verschwindet. Die erste Reaktion ist natürlich Wut, ist natürlich Trauer, ist natürlich dieser Eindruck der Leere ab dem Moment, wo man feststellt, okay, das kehrt jedenfalls in dieser Weise gar nicht mehr zurück, das kann gar nicht mehr zurückkommen, vielleicht kann was Neues kommen, aber das, was verschwunden ist, ist tatsächlich auch verschwunden. Sich dann darüber lustig zu machen, das ist, würde ich sagen, dann die nächste Etappe, die muss man erstmal sich auch durch so eine gewisse Trauerarbeit erkämpfen. Das kann man auch gar nicht so unmittelbar. Also ich muss gestehen, selbst mir, obwohl ich ja doch in dem Metier jetzt schon seit längerer Zeit bin, fällt es oft schwer, den nötigen Abstand zu den Sachen zu gewinnen, um nicht sozusagen bierernst sozusagen die Tragik hervorzuheben, sondern zuerst mal sich darüber lustig zu machen. Das ist gar nicht so einfach als Übung. Ja, die Satire hatte immer ihre hohe Zeit in diktatorischen Regimen. Wir sind weit davon entfernt, eine Diktatur zu sein, aber ich glaube, die Satire wird wieder großen Zeiten entgegengehen, muss auch so sein. Die Medien verhindern das im Moment. Ja? Also es ist schon erbärmlich, wenn der Böhmermann, um nur einen Namen zu nennen, in diesem Sender ZDF, meiner früheren Firma, machen kann, was er will. Und in Wirklichkeit ist das ja keine Satire, sondern man ist ein Denunziant, ja? ein ganz übler Denunziant, der aber Bühne frei hat, ja? Den ja. Niemand daran hindert. Ist mir auch in Ordnung, wenn ihn niemand daran hindert, aber dann soll man nicht die anderen, die anderer Meinung sind, daran hindern. Ja, es ist klar, wenn man die Aussagen von Böhmermann jetzt einfach vom Kopf auf den Fuß stellen würde, hätte man natürlich sofort einen Prozess wegen Volksverhetzung oder Ähnlichem am Hals. Das Risiko ist natürlich auch manchmal, wo wir gerade darüber sprechen, dass gewisse Formen der Satire ungewollt auch dann wieder regimestützend sein können. Was für mich so eine Leseerfahrung war, auch schon sehr lange her. Ich komme ja auch eher von der Musik, hatte ja lange auch die Karriereaussicht, vielleicht eher Pianist zu werden, und hatte auch so eine Phase der Begeisterung für Jacques Offenbach und hatte dann sowieso das zweite französische Kaiserreich, ist so eine der Epochen, die ich sehr mag. Und hatte dann die Biografie von Siegfried Krakauer zu Jacques Offenbach mir mal durchgelesen, die ich sehr interessant fand, weil er arbeitete eben auch soziologisch heraus, inwieweit die ja teilweise wirklich beißende Satire Offenbachs und natürlich seiner Librettisten, Halévy und anderen, zwar durchaus Napoleon III. Auch aufs Korn nahm, diese gesamte Second Empire-Gesellschaft und so weiter, aber eben nicht wirklich als zersetzend wahrgenommen wurde, auch vom Regime selbst, sondern sogar der Kaiser dann auch in die Operette kam und dann gnädig lachte, wenn es eben sein musste, über sich selbst, wenn er als Jupiter irgendwie dargestellt wurde oder so. Also es hatte dann auch in diesem Kontext jedenfalls so etwas Regimestützendes. Man erlaubte so ein kleines Ventil, wenn man so will, damit so ein bisschen die Frustration, so die Möglichkeit hatte, sich so mal ab und zu eben zu entladen, ohne dass tatsächlich die Grundlagen irgendwie in Frage gestellt wurden. Das ist natürlich so ein Risiko manchmal. Ja, das gewisser Satire. Könnte man auch für die heimliche Nationaloper Österreichs, für die Fledermaus dasselbe sagen, ja. Das ist das natürlich Gesellschaftskritik, die wird durch den Kakao gezogen, diese spätadlige Gesellschaft. Aber es hat funktioniert und alle haben darüber gelacht. Ob es auch politisch was bewirkt hat, ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls, wir sind so weit weg davon, schon manchmal den Eindruck, dass diese nicht offenen Gesellschaften in mancher Hinsicht offener waren
als das, was wir heute erleben. Das sicherlich. Also ich denke, was die Meinungsäußerungen betrifft, also gerade jetzt, wo wir von Österreich-Ungarn oder auch vom sogenannten Empire sprachen, gerade da hat sich natürlich zum Beispiel der revolutionäre Sozialismus oder auch der linke Anarchismus natürlich in einer Art und Weise entwickelt, wie es heute für alternative Bewegungen völlig undenkbar wäre. Vielleicht kurz, um wieder auf mehr Anarchie zurückzukommen, vielleicht eine Frage, was ist eigentlich, wenn man so sagen kann, der Sitz im Leben des Buchs? Ich meine, Sie sind ja nun seit vielen Jahren, begleiten Sie ja die politischen Ereignisse in Deutschland und anderswo mit Ihrer Feder. Und das hier ist ja gewissermaßen schon ein Rundumschlag, wenn man so will. Wieso gerade jetzt, wieso 2023? Wie kam es dazu, dass Sie sozusagen mal diese gesamten Erfahrungen Bonner versus Berliner Republik, die heutigen Ampel-Koalitionsereignisse, wieso gerade jetzt? Gibt es einen spezifischen Anlass oder Grund? Nein, gibt es nicht, aber ich bin Jahrgang 50. Das heißt, ich bin gerade mal ein Jährchen jünger als die Bundesrepublik. Das heißt, ich habe eigentlich ein sehr paralleles Leben. Diese Republik hat mich immer begleitet in einem sehr engen Sinn. Ich war ja mit 24 schon zum ersten Mal Korrespondent in Bonn. Ja, ich habe alle Kanzler seit Helmut Schmidt nicht nur erlebt, sondern mit ihnen gearbeitet, mit ihnen gesprochen, sie beobachtet bei der täglichen Arbeit. Das ist sehr lange tatsächlich meine Republik gewesen, in einem doppelten Sinne. Und dann kam ein Einschnitt, den ich bis zum heutigen Tag als Einschnitt empfinde. Das ist eben der Wechsel von der Bonner zur Berliner Republik. Darüber kann man jetzt groß philosophieren, es nur mal andeuten. Die Bonner Republik war eine Erfahrungsgesellschaft, getragen von Generationen, die eine Erfahrung hatten aus schrecklichen Zeiten. Das prägt auch die Politik. Wenn Sie sich heute diesen Mummenschanz anschauen, diese Versager, die haben alle nur noch Erfahrungen mit sich selbst, ja, mit nichts sonst. Es war deshalb auch eine Aufstiegsgesellschaft, vom Nullpunkt, alles kaputt, hat man dann den Aufbau gemacht und hat selbstverständlich war das ein Dogma, das sich auch bewahrheitet hat. Meinen Kindern soll es mal besser gehen als mir. Ja, das war die offen ausgesprochene Erwartung von dieser Republik. Wenn Sie heute Ihren Kindern sagen, euch wird es mal besser gehen als mir, dann werden Sie ausgelacht, und zwar mit Recht. Es wird bergab gehen. Ja, wir haben eigentlich, also meine Generation zumindest, wir haben die goldenen Jahre erlebt. Und damit zusammenhängt auch, dass wir keine Diskursgesellschaft mehr sind. Die Bonner Gesellschaft war eine ausgesprochene Diskursgesellschaft. Stellen Sie sich vor, Adenauer, der heute so als reaktionärer Bürgerherrscher dargestellt wird von den Linken, die keine Ahnung haben, der musste die wichtigsten Entscheidungen in der Geschichte vielleicht, nämlich Marktwirtschaft oder Kommunismus, was auch gleichzeitig bedeutete, getrenntes Deutschland oder unter Stalin, mit Stalins Segen, wiedervereintes Deutschland. Das waren ja konkrete Entscheidungen. Ja. Sozialstaat, Marktwirtschaft, Westbindung, Wiederbewaffnung, riesige, wichtige Entscheidungen. Die hat er nicht im Konsens mit einem Mainstream im Rücken getroffen, sondern gegen die Meinung einer Mehrheit damals. Er musste die durchfechten, auch in der eigenen Partei. Da gab es ja auch Sozialisten in der CDU. Da gab es ja auch Leute, die lieber die Wiedervereinigung höher gewertet hätten als eine Westbindung mit zwei geteilten Staaten. Aber er hat den Diskurs veranstaltet. Da wurde jahrelang heftig gestritten, und am Ende des Streits steht womöglich in einer Demokratie der Konsens. Wir haben das total umgedreht. Uns wird der Konsens vorgegeben, und dann dürft ihr noch so ein bisschen so tun, als würdet ihr euch auch darüber streiten, aber eigentlich ist schon alles alternativlos. Es ist völlig sinnlos, sich darüber zu streiten, weil es gibt nur diese eine Lösung, und das ist unsere. Das ist eine Denaturierung von Demokratie. Und dann kam natürlich noch was dazu, 89, 90. Wir waren vorher Verfassungspatrioten. Ich sage das mit allem Pathos. Heute verletzt die Regierung ohne weiteres die Verfassung. Ja, die letzten Verfassungspatrioten
sind wahrscheinlich die Leute, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, um es mal ganz einfach zu sagen. Also jedenfalls, wir waren Verfassungspatrioten. Dann kam die Wiedervereinigung und plötzlich Berlin, große Stadt, große Hauptstadt, Wiedererfindung der Nation. Wir sind wieder eine Nation und in dieser Nation steht ganz oben drüber, das ist ja auch so formuliert worden, die Vollendung der Einheit. Das hat mich, da habe ich Pickel bekommen. Ich will keine offene Gesellschaft, die sich einer inneren Einheit verpflichtet fühlt. Eine offene Gesellschaft ist das Kennzeichen einer offenen Gesellschaft ist, dass es keine innere Einheit gibt, ja, sondern ein lebendiges Gegeneinander, Miteinander, Streit als das Wesen einer Demokratie. Das wurde damals abgeschafft. Was wir später in der Energiepolitik, in der Migrationspolitik, in der Covid-Politik alles gesehen haben, das fing damals an. Du durftest nichts gegen die Art der Wiedervereinigung haben, die der Kohl erfunden hat, also mit dieser, nicht nur aus meiner Sicht, viel zu frühen und falschen Währungsunion, die die Wirtschaft der DDR erstmal in kleine Stücke zerhackt hat. Nein, das durfte man nicht. Es war auf Knopfdruck, sind wir alle Brüder und Schwestern und feiern die innere Einheit. Und diese innere Einheit, das ist für mich nur ein anderer Ausdruck für Konformismus. Wir leiden vor allem unter Konformismus. Und das hat was mit Berlin zu tun. Und deshalb, damit will ich es auch schon beenden, mein Lieblingsreferat. Man hat den Ostdeutschen die Bonner Republik versprochen. Und in der magischen Sekunde, in der es die DDR nicht mehr gab, gab es auch die Bundesrepublik, die Bonner Republik nicht mehr. Das hat nur damals niemals glauben wollen. Und deswegen wählen so viele Ostdeutsche AfD. Die haben nie bekommen, was man ihnen versprochen hat. Die sind nie in die Bonner Republik aufgenommen worden, sondern es gab plötzlich etwas anderes, eine vollendete innere Einheit. Und das ist was ganz anderes und was ganz Neues. Zu den Gründen dieses Gegensatzes Bonn-Berlin, wenn man sich noch mal intensiver zurückkommt, vielleicht nur eine Frage, wie sieht das eigentlich mit der Reaktion der Medien auf Ihr Buch aus, sagen wir mal, der Systemmedien ist ein unschöner Begriff, aber man weiß ungefähr, was damit gemeint ist. Weil es ist ja, was Sie schreiben, ist ja das, was man heutzutage sehr häufig als sehr mutig betrachten würde, nämlich doch mit vielen der Kritikpunkte, gerade an der Ampelregierung, an den Erfahrungen auch der Merkel-Zeit, der Covid-Zeit. Also Sie nehmen ja da kein Blatt vor den Mund, sind da wirklich sehr, sehr explizit in dem, was Sie sagen. Auch was die Anstiftungen betrifft, am Ende sind ja sehr viele Aussagen, die ich ausgezeichnet finde, aber die, sagen wir mal, alles andere als Mainstream sind. Wie hat denn dieser Mainstream reagiert auf dieses ja noch relativ frische Buch? Ist es angeeckt letztlich oder hat man es verstanden? Ja, das war ja meine Hoffnung, dass ich ein paar Verrisse wenigstens kriege. Ja. Aber nein, sie werden natürlich heutzutage totgeschwiegen. Wenn sie, wie ich, also ich dachte ja, der Titel Mehr Anarchie zündet, könnte mich auch für einen Linken halten. Ich war ja gegen die Wiedervereinigung, so wie sie dann vollzogen wurde. Eigentlich, damals wurde ich als Linker denunziert, bin auch rausgeflogen beim ZDF als Bonner Studioleiter. Damals war ich links, heute bin ich ein Rechtsradikaler. Warum? Weil ich bei Tichy schreibe. Die Leute interessiert aber nicht, dass ich gleichzeitig auch für den Freitag schreibe, was ja ein linkes Medium ist von Augstein. Es spielt keine Rolle. Ich bin abserviert, in eine bestimmte Ecke gedrückt. Und deswegen... Eine Ecke, der ist ziemlich eng wird mittlerweile. Ja, und da bin ich also jetzt totgeschwiegen worden. Aber, und das ist interessant, es landete trotzdem auf der Spiegel-Bestsellerliste, wenn auch nicht auf den vorderen Rängen. Es gab ein Interview in der Bild-Zeitung. Es gab einen Vorabdruck im Fokus. Das war aber das Einzige aus dem Feld der Mainstream-Medien. Und dann, was ich gar nicht wusste, weil ich mich nie dafür interessiert habe, es gibt inzwischen ein riesiges Spektrum alternativer Medien. Und da habe ich ein paar Interviews gegeben, etwa dem früheren Bild-Zeitungsredakteur Schuler mit seinem Interviewprogramm und anderen auch, auch natürlich im Sandwirt. Und diese alternativen Medien, die halten das Buch auf dem Markt. Ja? Also das ist inzwischen so, dass man nicht mehr auf das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung angewiesen ist. Es gibt anderes, das wird von wahnsinnig vielen Leuten gelesen. Es wird nur nie darüber geredet, aber diese Szene gibt es. Ja, ja, es ist eine Gewichtsverschiebung, wenn man so will, ne? In der Öffentlichkeit. Man kann sich schon mittlerweile fragen, in welchem Bereich der Öffentlichkeit die Bücher dann nicht nur verkauft, sondern auch tatsächlich gelesen werden. Das ist ja auch noch ein großer Unterschied. Nein, ganz herzlichen Dank schon mal, Wolfgang Herles.